feuchtfröhliche Grüße, meine Damen und Herren, hier direkt aus dem Gelände des Weißen Hauses. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Oh, jetzt ist der Typ weggelaufen, den ich gerade eben mit einer Betäubungsspritze entspannen wollte. Für ihn, für die nötige Entspannung sorgen. Versuchen wir es nochmal mit dem frischen, Laden. Sollte gehen, oder? Ja! Nimm das, FBI-Agent. Ja, ansonsten Blood Money. Heute spielen wir die Mission hier im Weißen Haus zu Ende. Die letzte richtige große Mission. Also zumindest hoffe ich, dass wir das schaffen. Ein Stückchen haben wir noch zu tun. Ein gutes Stückchen. Aber wir schaffen das. Wenn wir zusammenhalten, können wir das alles schaffen. Und wir haben FBI-Klamotten. Jawohl, ja. Federal Bureau of Investigation. Okay. Hier sollte er sicher liegen. Jetzt kann auch der... Jetzt kann auch der andere Soldat, die andere Wache ruhig aufstehen. Sollte uns nicht weiter stören. Marine, okay. Ein Marinesoldat. Zugangskarte Westflügel habe ich zwar schon, aber doppelt hält besser. Und vielleicht kriegen wir sogar noch unsere W2000 zurück, die uns in der letzten Folge genommen wurde. So, wir holen uns das Tape. Ich hoffe mal, dass wir nach dem Tape holen nicht nochmal gefilmt werden können. Ansonsten würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Ist das hier überhaupt? Oder irre ich mich einfach nur? Wo sind die Wachtapes? Die Videotapes. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier gibt's gar keine Tapes. Vielleicht hätte ich mir das sparen können. Mit dem FBI-Agent, aber wir haben ja einfach auch gut gespeichert. Wir haben einfach mal gut gespeichert. Zur Not können wir das hier wieder rückgängig machen. Wo ist unser letztes Ziel? Wow, wie einfach meine Leiche hier durch die Gegend gezogen wird. Ja, natürlich. Die vom Vizepräsidenten. Ah, wir sind gar nicht mal so schlecht. Waren wir hier richtig? Nein. Hier sind wir falsch. Wir müssen ein Stockwerk runter. Und dann da ins Oval Office. Und wir haben unsere W2000 zurück. Das ist das Allerwichtigste. Und hier wird es wahrscheinlich auch das Tape geben. Und zwar genau hier. Genau hier. Ist aber auch ein bisschen übertrieben verschachtelt gebaut. Warum sollte man das tun? Damit die Leute nicht von der Arbeit nach Hause finden? Damit sie für immer arbeiten? Wobei, ich glaube, die Leute hier, die hier arbeiten, die müssen... Da ist es Grundbedingung, dass sie ihren Job lieben. So viel Zeit wie möglich darin verbringen. Hey, immer cool bleiben. Immer cool bleiben. Hier soll es was geben, was Spannendes. Die Kiste da. Die hilft mir nicht wirklich. So. Wir sind fast da. Fast da. Ich werde mal kurz speichern. Ja, hier sollte ich auf jeden Fall speichern. Kurz vor dem Zusammentreffen mit dem anderen Killer, dem anderen Klonkiller. Sein Ruf eilt ihm voraus. Sie sind also der berühmte Mark Pacessi, der Dritte. Pacessi. Sie wollen mich nicht töten, 47. Ich bin wie Sie. Unsere Ähnlichkeiten sind... Du hast auch die gleiche Stimme wie ich. Wir sind wie Brüder. Sie können mich nicht erschießen. Ich kann alles, wofür ich bezahlt werde. Zeit für ein weiteres Duell.
Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Umgebung gesichert. Umgebung gesichert? Das sehe ich aber anders. Der Vizepräsident ist tot. Hier wurde gerade ein Sprengsatz gezündet. Ich glaube, am Ende dieses Tages wird der ein oder andere hier seinen Job verlieren. Und wenn es nur der Job ist. So, wo muss ich hin? Ich glaube, da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er gerade lang gelaufen. Wie komme ich da jetzt hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Auf der Brüstung da. Wie komme ich da hoch? Ich war da schon mal oben. Ich will nicht direkt neben ihn hochklettern. Das wäre nicht so praktisch, glaube ich. Aber irgendwie müssen wir ja hoch. Wo ist die nächste Treppe? Rechts von uns. Und go. Ah, hier ist das Tape. Hier ist das Tape. Das holen wir uns jetzt noch schnell. Das Tape müssen wir uns auf jeden Fall holen. Alles andere wäre Quark. So, hier rechts rein. Na, wo, ich war doch schon mal hier. Wo ist denn das Tape, bitte? Ist das hier alles computergesteuert? Habt ihr keine VHS-Tapes mehr? Schütze muss auf dem Gelände sein. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Na gut. Aber hier ist kein Tape. Hier ist zumindest kein Tape. Kommen wir hier raus? Auf die Brücke. Jawohl, ja, sehr schön. Jetzt könnte ich nochmal speichern. Wie oft haben wir gespeichert? Noch zweimal können wir speichern. Sollte reichen. Sollte reichen für die Mission zumindest. Da ist er, da ist er! Ah! Ein Glück haben wir es zurückgeholt. Das W2000, es kommt zum Einsatz. Und da, wo wir damit hinschießen, da wächst kein Haar mehr. Kein Gras, kein gar nichts wächst da. Hi. Mensch, hat sich ja richtig gelohnt, das Ding. Einfach mal die Rübe weggeschossen. So, müssen wir von dem noch irgendwas abholen? Ich guck mal nach. Ansonsten kommen wir hier wieder zurück, ne? Gelle? Hast du was Spannendes dabei? Anzug Pförtner? Ne, lass mal. Ich bin ein FBI-Agent. Federal Bureau of Investigation. Damit wären wir hier durch. Wunderbar. Zurück zum Reisebus. Mit dem Klickbus. Ne, wie heißen die? Klicksbusse? Klicks, ne? Mit dem Klicksbus. Weg von der Mission. Zurück in den heimatlichen Hafen. Gibt's hier noch einen Agentenbüro? Ne, leider nicht. Jetzt kann ich hier raus. Oder? Ich hätte die. Das Fenster ist die ganze Zeit weg. Warum kam ich vorhin hier nicht durch? Also in der letzten Folge. Sehr mysteriös. Aber egal, ich will mich nicht mehr beschweren. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen nur noch abhauen. Nur noch abhauen. Und dann haben wir die letzte große Mission Hitman Blood Money geschafft. Da, 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 da. Aua! Oh, warte mal. Dann nehmen wir mal ein paar Pillen jetzt. Lecker. Mir geht's schlagartig viel besser. Ich bin auch viel besser gelaunt.
Oh, oh. Ja. Ich gehe. Darf ich hier raus? Ich bin ein FBI-Agent, ich darf Waffen tragen. Yay! Wir fahren gar nicht mit dem Bus weg, schade. Mit dem Reisebus. Wir haben es geschafft! Oh, die Mission kommt doch nur, wenn man Silent Assassin hat, oder? Oh, schade, Auftragskiller. Von wegen. Von wegen. Ich dachte gerade, kam mir so vor, als ob diese Mission, als ob diese Musik nur kommen würde, wenn man Silent Assassin geschafft hat. Egal, haben wir nicht geschafft. Wir sind Auftragskiller. Wir sind auch als Auftragskiller bewertet worden. Sollte uns reichen. Sollte uns reichen, zu hohe Ambitionen machen einen nur traurig. Weiter geht's. Bestech die Zeugen. Oh, es reicht nicht. Wir müssen auch den Polizeichef bestechen. 150.000 Ocken. Na dann mach. Ne, 5 müssen wir jetzt übrig lassen. Nö, gar nicht. Wir bestechen einfach den Polizeichef. Das reicht. Wunderbar. Auftragskiller gesucht. Danielle Morris getötet. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus Washington DC, 23. September 2005. Das FBI hat heute Morgen bestätigt, dass Vizepräsident Danielle Morris und eine unbekannte Person gestern Nachmittag im Weißen Haus getötet worden sind. Die Ermittler erklären ferner, 13 Schüsse wurden durch den Killer abgegeben. Dies ist aus den am Tatort gefundenen Patronenhülsen und Einschusslöchern zu schließen. Vergleicht man die abgegebenen Schüsse mit den Verletzungen der Opfer, war der Schütze vermutlich einem Umgang mit Schusswaffen ungeübter Leib. Warum denn? Ja gut, den Vizepräsidenten habe ich ganz schön, ne? Habe ich ganz schön durchsiebt. Offenbar hat der Täter wahllos... Nee, habe ich gar nicht. Bei dem Versuch, der letztendlich geblieben ist, haben wir den Vizepräsidenten als menschliches Schutzschild genommen. Den Hund haben wir mit einem einzigen gezielten Kopfschuss eliminiert gehabt und ihn haben wir dann eingeschläfert mit einer Giftspritze. Diese Journalisten... die Ermittler fanden 45 ACP-Magazine in der Nähe des Tatorts. Offenbar wurde eine Großkaliberwaffe des Typs angepasste Silverballer für den Mord verwendet. Die Behörden äußerten sich besorgt über die Tatsache, dass das Opfer durch einen Schuss in den Kopf exekutiert wurde. Das FBI verhört derzeit einen Zeugen, der sein Leben retten konnte. Der Zeuge bezeichnet den Täter als Chamäleon, da er beim Versuch verkleidet, einen abgesperrten Bereich einzudringen, beobachtet wurde. Anhand der Aussagen der wenigen Tatzeugen konnte die Polizei dieses Phantombild des Killers anfertigen. Nach Einschätzung der Behörden steht dieser in enger Verbindung mit der philippinischen Mafia. Vor seiner Ernennung zum Vizepräsidenten Anfang des Jahres war Danielle Morris ein zurückgezogener Privatmann gewesen. Laut seiner Berater hatte er das Licht der Öffentlichkeit bis zuletzt gescheut. In seinen Augen war es seine Pflicht, die an ihn herangetragene Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, obwohl er die wichtige Rolle der Presse im Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption immer wieder betonte, gab er sich gegenüber Pressevertretern stets verschlossen. Was? Die Polizei hat ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlicht? Wie bitte? Wir haben offensichtlich die richtigen Leute bestochen. Sehr schön. Weiter geht's. Zum letzten Stückchen von diesem wunderbaren Spiel. Bis gleich. Ich bin's, Diana. Was machen Sie hier? Psst, ich musste mich reinschleichen. Wir sind von Spezialeinheiten umzingelt, die gleich eindringen werden.
Ich musste sie warnen. Noch können sie fliehen. Ich habe einen Plan. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Sie haben hier nichts zu gewinnen und hätten das Land längst verlassen können. Das Land verlassen? Wir haben es mit dem Franchise zu tun, 47. Grenzen interessieren die nicht. Sie sind meine letzte Chance. Sie kennen meine Bedingungen. Bar auf die Hand. Verstehen Sie es nicht? Sie müssen gegen sie kämpfen, aber allein haben Sie keine Chance. Wir sterben alle mal. Lesen Sie, es ist ein riskanter Plan. Wo ist dieser Rollstuhlfahrer hier? Ach, Miststück! Ah. Tut mir leid, 47, das war der einzige Weg. Sie hätten sonst gekämpft und verloren. Sie verschaffen mir eine weitere Nacht. Wir haben 5 Minuten, bevor er stirbt, also beeilt euch. Ich habe noch nie einen Mann getötet. Es hat richtig Spaß gemacht. Gut gemacht, Diana. Es hat richtig Spaß Sie haben gemacht. Mein Vertrauen verdient. Diana, ich bitte dich. Willkommen im Franchise. Wir werden schon einen Platz für Sie in der Organisation finden. Eine Frau wie Sie verdient eine sehr spezielle Rolle. Wirklich. Und das war's. Das Ende von Agent 47. Oder vielleicht doch nicht? Dieser Mordanschlag war das wichtigste Thema seit dem 11.09. Und Sie erwarten, dass ich glaube? Ich erwarte überhaupt nichts, nur dass Sie Ihren Augen glauben. Das Band beweist, dass er kurz vor dem Anschlag im Weißen Haus gewesen ist. Ich will verdammt sein. Wird das Klonen nicht verboten, sind wir alle verdammt. Wer hat ihn getötet? Das ist der größte Witz des Jahrhunderts. Er ist die Mauer runtergefallen und hat sich auf dem Felsen das Rückgrat gebrochen. Der beste Killer der Welt ist also quasi in den Tod gestolpert. Wie haben Sie ihn identifiziert? Seine DNA enthält Signatursequenzen der 5 Männer des Ortmeier-Projekts. Es ist biologisch unmöglich, dass jemand außer dem Ortmeier-Klon diese DNA hat. Und ich kriege das alles exklusiv. Warum ich? Wir bewundern Ihre Objektivität, Rick. Danke. Keine Ursache. Wir müssen zum Kaplan. Ich möchte mir gern die Asche von Mr. 47 ansehen. Kaplan! Kaplan! Das allererste Mal habe ich diesen Abspann wirklich bis zum Ende durchlaufen lassen und er stirbt dann. Er stirbt dann tatsächlich. Aber nicht heute. Nicht heute. Wir werden ihn jetzt wieder zum Leben erwecken. Dank Diana. Dank des ausgeklügelten Planes von dieser wunderbaren Operatorin. Los geht's. So, auf ihn richten wir als erstes das Feuer. Und go! Nein! Vorsicht! Komm, zieh durch! Das ist sauschwer. Jetzt müssen wir 3 Kopfschüsse verteilen. Ansonsten sterben wir. Wir sterben. Und los, einen noch. Ja! Ja! Jawohl, ja. Das ist selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad relativ tricky. Wenn man nicht weiß, wie das geht, da ist man mal ganz schnell aufgeschmissen. Ja, wir haben das gleiche Serum bekommen. Wie in der Mission in dem Kurgebiet, welches wir Agent Smith gegeben haben. Und anstatt das Gegenmittel gespritzt zu bekommen, haben wir es mit einem Kuss von Diana bekommen. So, machen wir jetzt noch die restlichen Leute klar. Oh! Vorsichtig. Das könnte tricky werden. Vorsichtig, nicht, dass wir jetzt umfallen. Okay, das war's. Jawoll, ja! Das waren alle.
So. Dann war es also doch nicht das Ende von vom mysteriösen Agent 47. Es ertönt das Ave Maria. Zwei Leute müssen wir noch killen. Habe ich genug Munition? Ja, habe ich. Ich habe jetzt zur Not noch die Silver Baller. Die stehen hier um die Ecke, die Leute. Ach! Ihr seid Zivilisten. Na gut. Hallöchen, na du! Aller Schnuckelu. Ja, Majestät, fast alle unsere Ressourcen sind wieder online. Nein, ich fürchte eher leider nicht. Wir haben ihn total aus den Augen verloren. Hallo, Mr. Johnson. Willkommen, Mr. Johnson, willkommen. Darf ich Ihren Koffer überprüfen? Nein, den behalte ich. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Was haben Sie dann anzubieten? Aber gehen wir doch nach hinten. Natürlich, Mister. Hier entlang. Natürlich, Mister. Natürlich. Und so geht sie weiter. Die Geschichte von Agent 47. Das war's, der Vorhang ist gefallen. Meine Damen und Herren, das war Hitman Blood Money. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind und dieses Projekt mit Ihrer Aufmerksamkeit und den sanften Klick auf den Like-Button unterstützt haben. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Hitman Absolution. Ich muss gucken, wie ich das mit dem bald anstehenden Urlaub noch unterkriege. Wenn nicht allerspätestens, wenn ich wieder zurück bin. Ansonsten, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen mit den Credits hier alleine. Wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann, ciao.